Der Balu, der ist schon alt, der wird abbauen. Wer weiß, wie lange er noch da ist. Und jetzt stellen sich massive Probleme ein. Ja, liebe Freunde, neulich hatten wir noch ein Video gemacht, um euch zu sagen, der Balu, der ist schon alt, der wird abbauen und wer weiß, wie lange er noch da ist. Und jetzt stellen sich massive Probleme ein. Er jammert beim Aufstehen und muss also irgendein Rückenproblem haben. Wir haben das auch schon mit dem Tierarzt abgesprochen. Der kriegt jetzt erstmal Metacam, um zu gucken, ob sich irgendeine Entzündung ist und die sich legt, bevor wir aus ihm in der Tierklinik eine Baustelle machen. Jetzt schauen wir erstmal. Aber wie gesagt, der Zahn der Zeit nagt an ihm und es sieht nicht so gut aus. Ja, die Nacht verbringt er ja hier zusammen mit seinem Freund, dem Spikey, dem blinden Bordeaux-Doggenrüden. Und jetzt setzen wir erstmal den Spikey raus auf die Wiese und dann holen wir den Balu und schauen mal, wie es ihm heute geht. Ja, man sieht natürlich, wie er rumsteht. Er sieht wirklich gar nichts. Er richtet sich nur nach seinem Gehör. Der sieht also wirklich überhaupt gar nichts. Seht ihr? Der merkt gar nichts. Der richtet sich nur nach seinem Gehör. Spikey! Spikey! Ja, Spikey! So, jetzt kommt der Balu raus dann als nächstes und dann gehen wir erstmal ein Stück mit ihm, aber erstmal gucken, wie er drauf ist. Gestern Morgen hat er Metacam gekriegt, gestern Abend hat er Metacam gekriegt und jetzt kriegt er beim Futter gleich wieder welches und dann wollen wir mal schauen, ob sich das jetzt ein bisschen normalisiert hat. Balu, ja Balu. Komm Balu. Ja, so geht's einfach. Aber die Probleme treten hauptsächlich dann auf, wenn er sich hinlegt und aufsteht oder sowas, dann hat er Probleme. Na? Naja, gucken wir mal. Komm. Boah, heute ist er ganz gut drauf jetzt, heute Morgen. Ja, fein, das kann so helfen, nicht? Aber so viel springen soll er nicht. Komm. So, und wenn er fertig ist, dann wird man sehen. Dann ist er ganz aufgeregt anschließend, dass es dann sofort zu seinem Frühstück geht. Ja, man merkt, er trampelt hinten auch nicht so richtig auf, wie er es sonst gemacht hat. Sonst hat er so ganz wild gescharrt. Also irgendwelche Schmerzen hat er noch. Aber ich glaube, der Gedanke an sein Frühstück überwiegt jetzt. Musik.
So, das ist seine Droge. Damit er ist beruhigt, nimmt die Schmerzen und nimmt auch Entzündung weg. Und dann wollen wir hoffen, dass das dann vielleicht schon gewesen ist erst. Ne? Wenn er jetzt das eine Woche kriegt oder so, dass dann der aggressive Schmerz weg ist. Wie gesagt, ganz schlecht ist immer, wenn die Hunde sich so runterbücken müssen, weil die ja so groß sind zum Fressen. Gerade wenn sie dann jetzt im Rücken haben, ist das natürlich sehr schmerzhaft. Das sollte man vermeiden. Und da gibt es ja solche Gestelle, die kann man da kaufen für 30 Euro irgendwie bei Zoo Plus, wo man die Näpfe so einhängen kann, dass die so höher sind. Taugt alles nichts. Schieben die weg. Ja, da gibt es eine viel einfachere Lösung, die besser ist. Kommt, ich zeige euch das mal. Immer einfach ein Wassereimer. Da haben wir Kies reingemacht. Das ist sau schwer. Ja, das fällt auch nicht um. Und das kann man jetzt hier so hinstellen. Und dann kriegt der Ballon da sein Essen. Also, ne, das ist das Schlimme, dass er halt nur am Rücken irgendwas hat. Ansonsten geht es ihm ja gut, sonst würde er ja nicht so reinhauen. Hört euch das mal an. Also einen gesunden Appetit hat er noch. Von daher wäre es natürlich sehr schade. Wenn er jetzt, obwohl er noch so gut drauf ist, wenn er jetzt wegen so einer Knochenerkrankung oder Rückenerkrankung oder was immer, ich bin ja nur kein Arzt, irgendwann eingeschläfert werden müsste. Von daher würde ich sagen, warten wir mal ab und schauen mal, was der Tierarzt dazu sagt. Also für heute Morgen bin ich jetzt erstmal sehr schon etwas beruhigt. Es geht ihm ja deutlich besser als gestern Abend. Und ja, wollen wir mal gucken. Komm, Balu, jetzt komm hoch, Balu. Natürlich, eine Treppe ist auch nicht so besonders das Richtige für ihn, aber was wollen wir jetzt machen? Ist nun mal eine Treppe. Einen Fahrstuhl haben wir leider noch nicht. Auch den werden wir irgendwann mal hier einbauen, das kommt noch. Aber ja, das eins nach dem anderen. Komm, Balu, du musst jetzt hier hoch. Komm, Balu, komm. Da gibt es ja so eine Fahrstühle so für ältere Leutchen, die man so in Familienhäuser einbauen kann. Die sind gar nicht so teuer und für die brauchen wir auch keine Baugenehmigung und gar nichts, ja, weil die so langsam fahren. Und das ist was, was wir uns hier demnächst mal zulegen müssen, sodass wir auch die älteren Semester hier wunderbar hochbekommen dann. Komm!